Willkommen bei Berlin Babel. Schau dir dann Fritz Reinke. Vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Wir sind in einem Gym. Training, Indoor. Wollten eigentlich noch ein bisschen sprinten, das wird hier drin, glaube ich, ein bisschen schwierig. Fritz, Shoutout an dich, schaut gerne mal bei Berlin Babel vorbei, auch bei seinem Podcast. Fritzcast heißt der, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und ja, wir werden jetzt hier gleich unser Training machen, haben so ein bisschen Playgrounds komplett für uns alleine, mega nice. Danke nochmal an dich, Fritz, und kriegst auf jeden Fall ein Geschenk zugeschickt und wir gehen jetzt gleich in die Session rein. Ich räume uns hier so ein bisschen Platz frei, wir machen einfach in die Richtung, machst du erstmal Lunges. Ich räume uns hier noch so ein bisschen zur Seite, dass wir ein bisschen mehr Space haben. Fast fängst einfach an mit Pause schleppen, dann zum Start. Einfach bis Rebound zurück. Can't smoke in the road, right, wow, wow. I'm still double cut up, I'm drinking, I shoot off the ties, huh. I'm in a coupe by myself. I had to kick a door when I was five. Keep the hood was up. Folgende Aufgabe, Bein geht hoch, gibst dir Druck geben. Das ist deine Aufgabe. Und dann willst du versuchen, in so einen Hip Thrust zu gehen, aber nur über das Gesäß vom jeweiligen Standbein. Also auf links dein linkes Gesäß, rechts rechtes Gesäß. Das ist die Aufgabe. Ich habe gestern Sprintwerte genommen. Ich habe auf 10 Meter 1,54 gelaufen. Ich weiß, ich kann... 1,54? Ich glaube, ich bin genau dasselbe gelaufen. For real? Ich hab's mit Speedlessen. Ich glaube, ich bin auch wirklich 1,54 gelaufen. Ich hab schon ein paar Leute ausgebaut. Du hörst dazu. Und versuchst rauszuschieben über das rechte Gesäß und gibst hierbei Druck. Ja, aber langsam. Mit dem muss ganz schnell weiter. Hoch. Genau, mach mal. Gesäß anstrengen. Hier Druck. Also langsamer zu arbeiten, hoch. Langsam. Hoch. Übers Gesäß. Hoch. Yes. Agenda ist gerade, dass Bene erstmal DJ kurz macht. Kabinen-DJ. Besser als ich auf jeden Fall. Wir haben gerade ein bisschen so Übungen gemacht, um das Gesäß anzusteuern. Extrem wichtig. Bei ganz viel Fußball ein krasses Defizit. Und extrem wichtig, wenn wir gleich in so einbeinige Übungen gehen. Squats, generell auch für Sprints, super, super wichtig. Und das werden wir gleich nutzen. Ja, zieh nochmal durch. Rechts wieder anfangen. Hoch und raus arbeiten. Komplett raus. Strecken. Yes. Also ich will jetzt komplett öffnen die Hüfte. Hoch. Yes, genau. Hier Druck. Einfach nur hochstrecken. Ich probiere. Ja, sehr gut. Druck. Und zwei jetzt mal langsam hoch. Konzentrisch, komplett nutzen. Ganz hoch. Ein noch bitte. Hoch. Yes. Pause kurz. Ganz kurz, damit du verstehst, warum machen wir das. Du kennst diese Kreuzkoordination. Ja? Wenn du beispielsweise so stehst und ziehst das Bein wesentlich höher, spannt plötzlich der Arsch verrückt. Muss mal testen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Koordination trainieren. Wenn jeder Gegendruck kommt und du schiebst noch mit Absicht hoch, arbeitet der Arsch ganz krass. Deswegen kannst du das immer sehr, sehr gut nutzen, um den Hintern anzusteuern. Die Diagonal immer die andere Seite. Okay, langsam arbeiten, 4 Stück, das reicht dann schon. Schieb. Yes. Und hoch. Zieh. Okay. Sehr gut. Ganz gerne, wenn du brauchst, vielleicht kurz aufstehen. Einmal nur als Test, dass du weißt, was ich meine. Stell dich mal so hin. Brauchst du linke Button oder rückst du das rechte? Dann merkst du den Unterschied. Rechts. Versuch jetzt mal rechts den Arsch anzusteuern. Lass mal locker. Jetzt ziehst du mit Absicht das Bein richtig hoch und fährst mal dahinter. Rechten? Ja. Ja, ist angespannt. Ja, genau. Je höher du ziehst, je mehr Zug du hier drauf nimmst oder Druck, ja, desto krasser kriegst du diese Anspannung rein. Deswegen, das kannst du ganz smart nutzen, auch wenn du diese Skipping machst. Mach das nicht so, sondern nutzt es, dass du diese Ansteuerung in den Arsch reinbekommst. Also wenn ihr im Training so solche Sachen macht, euch warm macht. Du musst den Arsch ansteuern. Ja, gar nicht so immer Arsch den Backen zusammenknallen, sondern du kennst ja diese Übung. Ja. Oder so Hops halt auf und so. Ja. Nutzt diese Bewegung dann auch, einfach dass du das weißt, nicht so wie alle so ein bisschen hier locker duschi mitmachen, sondern hoch das Knie, weil du durch diese Bewegung steuerst du automatisch den Hintern. Okay. Clean, nimm dir die Zeit in der nächsten Bewegung. Langsam runter und so. Yes. Yes. Reich. Nach vorne. Gerade reingehen, ich gucke rechts, ich links. Ja. Okay. Top, meine Lieben. Folgende Aufgabe jetzt noch. Jetzt bauen wir noch Broadjumps rein. Rein. Zwei Kontakte, ne? Ach so, sorry. Keine. Okay, du darfst Oberschenkel machen.
Ja, wir sind mit dem Lower Body Part durch. Ich meine jetzt ganz kurz so ein bisschen Upper Body. Wichtig halt hier auch einbeinig arbeiten. Einarmig, einbeinig. Oberkörper, einarmig arbeiten. Rumpfstabilisation. Kurzes Warm-up noch. Dann da nochmal ein kleines Superset. Und dann gehen wir ins Ende vom Training schon, weil. Okay, das ist unser Training mit Bene. Wir sind durch. Wir haben uns, wie gesagt, heute vor allem so Umsätzen primär angeschaut. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir so die Ansteuerung im Unterkörper, die relevanten Sachen für ihn einfach trainieren und uns das anschauen. Dann das eben auch in so Sprints, sage ich mal, umsetzen. Und ja, next time werden wir nochmal auf Platz gehen, ein paar Sprintwerte nehmen, kleine Sprintwerte ziehen. Gerne. Komm mal eine Zeit auf 10 Meter bei dir. Sehr gerne. Komm mal eine Zeit auf 10 Meter. Ich will die toppen jetzt, ne? 1,45? Ja. Ich habe 1,54 gerade. Okay. Ja. Call ich. Ich mache irgendwas unter 1,5, wenn ich mit Bene das nächste Mal auf dem Fußballplatz stehe, mit den Speedgates. Also, wo hast du das größte Potenzial jetzt gesehen in der Session auch? Ja, das größte Potenzial in der Session ist halt einfach die Ansteuerung von der Gesäßmuskulatur. Sprunggelenk mehr nutzen, generell Vorderfußlauf. Das sind halt einfach so Sachen, dass wir diesen Übertrag nicht nur die ganze Zeit aus den Hamstrings, aus den Oberschenkel zu arbeiten, sondern viel auch die Gesäßmuskulatur halt eben mit einzusetzen. Das ist definitiv so der größte Part, wo der größte Hebel ist. Und wenn wir das dann einfach noch gut auf den Platz kriegen, dann werden wir auch easy nochmal den Topspeed, inklusive der Sprinteinheiten, die wir umsetzen, einfach sehr, sehr geil toppen können. 1-10, was sagst du? 10, 11. Alter, das ist geil. Das hatten wir letztens schon mal. Okay. Performance von Bene ist eine 12. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.